an der sonnigen Nordküste Teneriffas, dort wo es scheint, dass sich die Vögel jeden Morgen zu einem Fest des Lichtes und der Farben versammeln, ist Puerto de la Cruz ein Refugium für jene, die die Einsamkeit suchen, aber auch für jene, die eine aktive Erholung möchten. Puerto de la Cruz ist die erste Touristikstadt der Kanarischen Inseln mit 30.000 Hotel- und anderen Fremdenbetten und einer Serviceinfrastruktur, die den höchsten professionellen Ansprüchen gerecht wird. Das süße Klima und die privilegierte Stelle gegenüber der offenen Wasser des Ozeans laden ein zum Abenteuer, einzudringen in die Buchten, an seinen Stränden vor Anker zu gehen am Fuße der Vulkanabhänge. Mit seinen 8 Quadratkilometern ist Puerto de la Cruz ein Universum von wunderbaren Dingen und Kontrasten, ein freundschaftlicher Delfin, ein bewohnbares Schneckenhaus. Dank der sanften Winde schwankt die Temperatur seines ewigen Frühlings zwischen 15 bis 22 Grad, zeigt weder übertriebene Kälte noch Hitze. Ein Großteil der Fläche Puertos wurde dem Meer durch die Vulkane abgewonnen. Die Steilküsten und umgebenden Landschaften zeugen von seiner geologischen Geschichte, als schreckliche Vulkanausbrüche Ströme von flüssigem Feuer gebildet haben, die sich talabwärts ergossen, um sich dann beim Berühren der blauen Wasser des Atlantiks abzukühlen und zu verfestigen. So wurde Puerto de la Cruz geboren, zwischen Meer und Gebirge, am Fuße des heiteren Orotava-Tals gelegen, wo die Bananen wachsen, eine typische Erscheinung in der Landschaft, zusammen mit dem Drachenbaum, eine emblemische Pflanze der Insel. Puerto de la Cruz fügt sich in die moderne Geschichte ein, nach der Ankunft der kastilianischen Eroberer, angeführt von Alonso Fernández de Lugo. Die Eroberung ist 1496 mit der Vernichtung der Guanchen beendet worden, primitiven Bewohnern der Insel, deren Kultur sich mitten in der neolithischen Periode befand. Der erste Stadtkern hat sich um den alten Hafen gebildet. Bis 1505 war es eine kleine Fischeransiedlung mit 50 Einwohnern und einer Bodega. Anfang des 18. Jahrhunderts hat eine zerstörerische Eruption den nahegelegenen Hafen von Garachico vernichtet, einem der aktivsten der Insel. In der Folge spielte Puerto de la Cruz die Hauptrolle im Handel mit Zuckerrohr, Bananen und hervorragenden Weinen. Es war die goldene Zeit von Puerto de la Cruz. Vom Festungsturm Ventoso und dem Castel San Felipe aus haben die Einwohner ohne Unterbrechung den Horizont des bedrohlichen Meeres abgesucht, um den neuen Reichtum Puertos gegen Korsaren und Piraten zu beschützen. Gegenwärtig ist das Castell von San Felipe Schauplatz von Konzerten, Dichterlesungen und Kunstausstellungen. Aus diesen längst vergangenen Zeiten bewahren noch einige ehrwürdige Herrenhäuser den überholten Glanz. Die Casa Miranda, heute ein Restaurant, erwies während des 19. Jahrhunderts Gastfreundschaft dem venezolanischen Patrioten Francisco de Miranda, eine hochgestellte Persönlichkeit der lateinamerikanischen Unabhängigkeit. Als klassische Erinnerung an die goldenen Zeiten des Handels
In Puerto de la Cruz besteht immer noch das majestätische Zollhaus. Um sich an die Anfänge der erfolgreichen Geschichte des Tourismus von Puerto de la Cruz zu erinnern, muss man sein ältestes Hotel besuchen, das Hotel Marquesa, ein ehemals herrschaftlichen Palast einer Adelsfamilie. 1799 hat sich hier der deutsche Wissenschaftler Alexander von Humboldt einquartiert auf seiner Reise nach Südamerika. Und dann sind da noch die Plazas, die das lässige Ambiente der kleinen Fischerbezirke bewahren. Die Plaza de Europa, immer umschmeichelt von einer sanften Seebrise. Die Plaza del Charco, Tag und Nacht belebt von denen, die in kosmopolitischer Atmosphäre ein paar Gläser genießen möchten, wo sich Touristen aus ganz Europa mischen, immer auf der Suche nach etwas Sonne und menschlicher Wärme. Gerahmt von Geschäften, Cafés und Restaurants lädt die strahlende Uferpromenade San Telmo zu einem Spaziergang Richtung der hohen Felsen ein, wie zum Beispiel der Mirador La Paz, der den umfassendsten Panoramablick auf Porto und den Ozean bietet. Die Avenida de Colón, der Paseo de las Palmeras und El Peñón laden bei jedem Schritt dazu ein, sich auf eine der Terrassen oder in eine Bar zurückzuziehen und den ständigen Kontakt zur latenten Seele Puertos aufzunehmen. Zu jeder Tageszeit findet der Besucher Gelegenheit, sich am Klima und an der städtischen Umgebung zu erfreuen und die in Sicherheit für ihre Bürger an erster Stelle Spanien steht. Die Ruhe und Stille, die uns die Natur bietet, Palmen und kleine Wälder mit Drachenbäumen, nehmen uns in jeder Ecke des Parks gefangen.
Der Gambia-Markt stürzt uns sofort in das lärmende Handelstreiben einer afrikanischen Stadt. Die beeindruckenden bengalischen Tiger wohnen ebenfalls im Loro-Park. Ein paar dieser mystischen Tiere bewegen sich vollkommen frei auf der Tigerinsel. Die Papageien werden in Paaren gehalten, um eine Vermehrung und Erhaltung der Art zu garantieren. Diese Vögel sind auch die Darsteller einer unvergesslichen Show. Ihnen ist auch das Museum der Papageien aus Porzellan gewidmet, ein Kunstschatz, der den Besuch wert ist. Das Thai-Dorf, eine Ansammlung von typischen thailändischen Häusern, deren architektonische Formen uns eine andere Epoche zu versetzen scheinen. In seinem See wohnen die exotischen japanischen Karpfen. Die Ruhe und Stille, die uns die Natur bietet, Palmen und kleine Wälder mit Drachenbäumen, nehmen uns in jeder Ecke des Parks gefangen. Unglaubliche Emotionen bringt uns auch der Unterwassertunnel, einer der weltgrößten, wo wir von Angesicht zu Angesicht den fürchterlichsten Meeresbewohnern gegenüberstehen, unter ihnen die grausamen Haifische. Und vom Grunde des Meeres in die Antarktis. Besuche die modernste und spektakulärste Pinguinstation der Welt, wo verschiedene Arten auf einem gigantischen Eisberg zusammenwohnen, der naturgetreu ihren natürlichen Lebensraum wiedergibt. Schnee,
Meerwasser und Temperaturen unter 2 Grad machen dieses Wunder in unseren Breiten möglich. Ein Zylinder mit mehr als 8 Metern Höhe beherbergt Tausende von Fischen aus der eisigen Region der Antarktis. Dieses Schauspiel ist unbeschreiblich. Schaffen, genannt Costa de Martianes. Eine vollständige Synthese von Kunst und Natur, geschaffen von dem großen Künstler aus Lanzarote, César Manrique. Durchquere den herrlichsten künstlichen See mit Meerwasser, der mit dem Ozean verbunden ist, jedoch geschützt von der Brandung, die in diesem Küstenabschnitt oft sehr, sehr stark ist. Wo das Meer mit dem Gebirge zusammentrifft, bilden sich nackte Steilküsten an ihren Ausläufern umspült von den Wellen des Ozeans. Hier befinden sich die einsamen Buchten, zahlreich in der unwirtlichen Gegend der zerklüfteten Küste, ideal zum Schwimmen und Bräunen, den Duft des Meeres genießend. Meeresgrotten, Buchten, Fische in Hülle und Fülle und kristallene Tiefen machen aus diesen Gewässern ein Paradies für Schnorchler, Fischer und Taucher.
Steilen und fruchtbaren Hängen überraschen den Wanderer kleine Ansiedlungen mit weißgetünchten Mauern und roten Dächern, Bergpfaden und blühenden Weinreben, die sich im Herbst beugen unter der Last der sonnengebadeten Trauben. Das Wander- und Ausflugsprogramm sieht Besuche von großem kulturellem und historischem Interesse vor in der nahegelegenen Stadt La Orotava mit ihren kunstvollen Steingassen. Die Berglandschaft oberhalb der Nationalpark des Teides ist ein Dorado für die Jagd nach besonderen Gastronomie ist immer ein besonderer Anziehungspunkt. In Puerto de la Cruz kann man gut und preiswert essen, in typischen Lokalen, Bodegas, Tascas und Spezialitätenrestaurants verwöhnen europäische, orientalische und südamerikanische Küche zu jeder Tageszeit den Gaumen.
Die große Auswahl an Gerichten wird auch den feinsten Gourmet befriedigen. Es ist ein unendlicher Fächer von Geschmacksrichtungen, wobei leckere Fische und Meeresfrüchte als ein typischer Bestandteil der Porto-Küche nie fehlen. Die meisten Hotels verfügen über Restaurants mit gepflegter Küche mit der Möglichkeit, zwischen à la carte und Buffet zu wählen. Schwimmbecken, Sporteinrichtungen, Gymnasien und Saunas, Beauty-Shops und Salons – alles angepasst an die striktesten Qualitätsnormen im Servicebereich. Gegen Abend werden die Bars und Tavernen hell an den schlafenden Stränden. Es beginnen die lebhaften Nächte von Puerto de la Cruz. Ein Nachtleben, bei dem alles zusammentrifft, was eben eine Nacht zur Nacht macht. Die Intensität ist nicht überall dieselbe, lärmend und elektrisierend im musikalischen Wirbeln der Pubs und Diskotheken, etwas intimer in den Nightclubs und um die Pools, sanft und behaglich in den gemütlichen Cafés und Pianobars. Die grünen Tische reizen der Nacht von Porto sein Glück zu versuchen. Das Casino d'Oro ist eines der komplett ausgestattetsten der Insel. Natürlich kann man seine Spielleidenschaft auch an vielen anderen Orten bewegen. Aber das Beste an Puerto de la Cruz sind seine Bewohner. Männer und Frauen, wachsam auf ihre Traditionen bedacht, aber dem Neuen immer aufgeschlossen, offen gegenüberstehend der Mode und den Sprachen und Stilen, die mit dem internationalen Tourismus gekommen sind und allen Wohlstand brachten. Die Menschen aus Puerto sind liebenswert und kommunikativ. Sie lächeln stolz darauf, dass sie in der ersten Touristikstadt der Kanarischen Inseln wohnen, und sie zeigen das auch mit ihrem Fest.
Eines der mitreißendsten und stürmischsten Feste in Puerto de la Cruz ist der Karneval, der im Februar stattfindet. Der Karneval ist vor allem ein Fest von allgemeiner Beteiligung, belebt durch Umzüge, Komparsen, Tanzveranstaltungen, Höhepunkten wie das Verbrennen der Sardine am Hafen. In allen Karnevalsnächten wird getanzt bis zum Morgengrauen und an Plätzen und in den Gassen von Puerto de la Cruz. Den Ausschweifungen des Karnevals folgt die Andacht der Karwoche, die die Menschen aus Porto mit größter Demut in der Ruhe der Kirchen feiern. Thank you.
Die Liturgien werden hauptsächlich in der Pfarrkirche Nuestra Señora de Francia und der Kirche San Francisco zelebriert, die aus dem 17. Jahrhundert stammen, ebenfalls in der schlichten San Amaro-Kapelle und im alten Kloster Santo Domingo. Mit Mai kommen die Feste zur Lobpreisung des Kreuzes und der Stadtgründung. Einen Monat später entzünden die San Juan-Feuer die Freude in den Straßen von Porto. Im Juli kommt eines der größten Feste, die Lieder mit der Jungfrau del Carmen und dem Corpus Christi. Im alten Hafen findet einer der festlichsten Akte statt, die Einschiffung der Jungfrau del Carmen, der Schutzpatronin der Fischer, entlang der ganzen Küste. Während diese Feste Porto beleben, werden in der benachbarten Stadt von Orotava die farbenprächtigen Blumenteppiche vorbereitet, die den Verlauf der Prozession schmücken. Porto de la Cruz hat eine lange touristische Geschichte, seit die Engländer im vergangenen Jahrhundert die Milde seines gesunden und belebenden Klimas entdeckt haben.